Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, Neon Light 7. Heute geht's los mit German Truck Simulator, der Austria Edition. Also, LKW fahren quer durch Deutschland und Österreich. Ja, und ich sag gleich mal, warum ich dieses Spiel jetzt starte. Es ist ganz einfach. Ich hatte vor, mal ein absolutes Laber-Let's Play zu starten. Das heißt, ich laber einfach nur irgendwelchen Bullshit vor mich hin, der mir gerade einfällt. Das Spiel bietet eh nicht so viel Angriffsfläche, ich muss trotzdem genug darüber reden. Keine Sorge. Da würde ich sagen, warum labere ich noch viel? Habe ich ja noch viel Zeit. Name Leon. Du hast einen Trucker drin beim Spiel. Ja, willkommen bei German Truck Simulator. Für die werden Sie auch eine Auftragsangebot für diesen Firmen. Wo möchten Sie Ihre Karriere starten? Ja, meine Wahl. Welt. Ja, Stokes. Könnte ich machen. Ich habe, glaube ich, einen LKW Majestic C-Klasse. C-Klasse ist der langsamste LKW, danach die B-Klasse und dann die A-Klasse. Jetzt zum Start. Ich hatte nur die B-Klasse, die C-Klasse. Gewinnerteil ist 15,4%. Schauen wir mal nach Salzburg zum Transident. Da bekomme ich einen Valiant mit 15,5% Gewinnerteil. Nürnberg Vero mit 15,5%. Dortmund Duff mit 15,4%. Rostock wieder mit 15,3%. Ich würde doch sagen, starte ich mal in Salzburg bei Transident. Ladevorgang. Ja, nicht nur 2 Minuten hat es gedauert, bei welchem Let's Player dauert das einen ganzen Part. Willkommen bei Transident, bei einem der besten Transportunternehmen in Europa. Das sagen sie alle von sich. Bei uns ist es üblich, die Einnahmen von Frachtlieferungen zu teilen. Laut unserer Vereinbarung sind die Konditionen Ihres Angestelltenvertrags wie folgt. Gewinnerteil 15,5%, zugeteilter LKW Valiant C-Klasse. Ich hoffe, das spricht man Valiant aus. Wenn nicht, dann verbessert mich bitte in den Kommentaren. Treibstoffkosten, Wartungen und Reparaturen werden durch unsere Firma abgedeckt. Bußgelder für Verkehrsdelikte müssen Sie aus eigener Tasche zahlen. Achten Sie darauf, dass Sie die Ladungen pünktlich abliefern und dass Sie mit Lohnabzug wegen verspäteter Lieferung rechnen müssen. Das liegt daran, dass dann allgemein die Bezahlung niedriger ist. Aber es ist nicht so wie im echten Leben, dass dann nur ein Teil von der Ware abgenommen wird oder gar nichts. Achten Sie darauf, dass Ihre... Ach, das habe ich gerade gesagt. Sie werden bald eine Nachricht über Ihren nächsten Auftrag von unserem Disponenten erhalten. Bitte folgen Sie seinen Anweisungen. Viel Glück! Da ist es schon. Ihr nächster Auftrag ist der Transport von Glasplatten von diesem Depot zum Stokes-Lager in Nürnberg. Bitte liefern Sie heute zwischen 14.07 Uhr und 17.22 Uhr an. Viel Erfolg, Fahrer. Ja, wir haben Montag 10 Uhr. Bis 17.22 Uhr muss die Fracht da sein. Dann schaue ich mal. Das sieht doch eigentlich gar nicht so schlecht aus, dieses Cockpit hier. Mit Radio. Und allem drum und dran. Und Rückspiegel. Rückspiegel. Und mit Lenkrad. Oh mein Gott, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, so geht das. So sieht unser schöner, toller Valiant aus. Und so unser Fahrer. Hallo! Ja, was soll ich sagen? Der LKW der sieht ein bisschen alt aus, aber was soll man? Na. Wir starten den Motor. Ich drücke einfach mal aufs Gas ein bisschen. Ah, warum ruckelt das so? Das kann ich jetzt gar nicht brauchen. Eigentlich muss ich hier die Sichtweise ändern. Nicht anstoßen. Das macht sofort die Fahrer kaputt. Erstmal das Gehupe ausstellen. Da kann ich die verschiedenen Sichtweisen ausprobieren. Da unten ist noch lauter Sach, das uns vielleicht bald mal interessiert, aber jetzt noch nicht. So, jetzt erstmal anhalten. Mit M öffnen wir die Minikarte. Können wir beliebig in der Größe ändern. Mit N den Notizblock. Das ist die ganze Karte. Da können wir überall hin. Wien, Linz, Salzburg, Innsbruck in Österreich und München, Stuttgart, Nürnberg, Frankfurt, Main, Köln, Düsseldorf, Duisburg, Dortmund, Hannover, Erfurt, Leipzig, Dresden, Magdeburg, Berlin, Bremen, Hamburg, Kiel und Rostock in Deutschland. Würde ich aber erstmal sagen, wir fahren nach Nürnberg. Dazu müssen wir erstmal Richtung München und dann weiter Richtung Nürnberg. Und der erste Weg da raus hier aus diesem Kaff ist, wo wir müssen genau hinschauen, rechts und dann links. Und dann beim nächsten Autobahnkreuz geradeaus. Ja, was gibt es zu German Truck Simulator sonst noch zu sagen? Es ist ein LKW-Simulator.
Wer hätte es gedacht? Unglaublich. Hammerhart. Und ja, der C-Klasse-LKW ist halt ein bisschen langsamer, aber ich hoffe, es verkraftet wieder noch die ersten paar Tage. Ich sollte auf keinen Fall zu schnell fahren. Ja, jetzt sind wir aus Salzburg raus, dann darf ich wieder schneller. Oh Gott, das ruckelt! Ich weiß nicht, ob das im Video auch so ruckelt dann später, das wäre nämlich schlecht. War ziemlich komisch, weil ich einen verdammt starken PC habe. Ja, ich hoffe, jetzt komme ich damit zurecht. So, gehen wir mal Gas Richtung da lang. Da hoch, da hoch, da hoch, ganz vorsichtig, ja. Ja. Wir bekommen auch mit der Zeit, wenn wir gut sind, Jobangebote. Also ich und der LKW-Fahrer, ja. Ich bekomme mit der Zeit auch Jobangebote von anderen Firmen mit besseren Vertragsdingen, also höherem Gewinnanteil und besseren LKWs mit B-Klasse und A-Klasse und so weiter. Und später kann ich selbstständig werden. Da bekomme ich dann Angebote für LKWs und so und dann kann ich meine eigene Firma machen. Allerdings franz ich da selber immer noch durch die Gegend. Das ist das Komische. Also, jetzt erstmal zur Erklärung. Was ist das ganze Zeug hier, das ihr zum Beispiel links oben und rechts oben und rechts unten seht? Das ist ganz einfach erklärt. Und zwar, da haben wir übrigens das Deutschlandbild gesehen. Wir sind in der Bundesrepublik. Links oben erkläre ich zuerst. Erst das Ziel Nürnberg, dann die Firma Stokes, die das Lager besitzt. Die Ware, das sind Glasplatten. Die Ankunftszeit, wie es erwartet wird, 17.22 Uhr am Montag, also am heutigen German Truck Simulator Tag. Und das rechts daneben ist so eine Grafik, wie lange ich noch Zeit habe. Ja, ich sollte nicht auf dem Standstreifen fahren. Dann rechts oben. Erst unser Guthaben, 500 Euro, das ist das Schartguthaben. Rechts daneben das Auge, das zeigt, ob der Fahrer müde ist und wie müde er ist. Und rechts daneben dann die LKW- und Anhänger-Schadensgrafik. Je nachdem, ob die Fracht beschädigt ist, müssen wir mit Strafen rechnen. Also halt dann Abzügen vom gesamten Preis halt, ja, und so. Und alles, und hast du nicht gesehen. Und das heißt dann auch für uns weniger Kohle. Und Schäden am LKW müssen wir halt mit der Zeit reparieren. Dann geht's weiter. Rechts, ganz rechts ist dann die aktuelle Zeit, 10.57 Uhr am Montag. Die Minuten verticken hier in 3 Sekunden Takt. Rechts unten sehen wir Tachometer mit allem drum und dran. Außen die Drehzahl, oben links an Tacho. Mittendrin die Geschwindigkeit plus die Kilometerzahl, da habe ich jetzt 286.000 Kilometer schon auf dem Tacho. Also der LKW ist schon einiges gefahren. Drüber der Gang, das ist die 8 da. Und rechts Mitte ist noch so ein anderer Streifen, der rot und ein bisschen nach oben grün wird. Das ist fast wie der Drehzahlmesser. Das ist, wie viel Tank wir noch haben. Da bin ich am Anfang nicht mit klar gekommen bei UK Truck Simulator. Da dachte ich erst, dass da links oben die Zeitgrafik wäre der Tank. Da habe ich einmal sinnigerweise getankt und ja. Habe nicht so viel in den Tank reinbekommen. Dachte ich mir, fuck, wenig Tank der. Und dann war das Ding immer noch nicht voll. Komisch, ne? Egal. Unten sehen wir dann noch so Sachen wie Blinker, die ich nicht einsetzen werde. Scheinwerfer. Irgendwas, das P, was es genau heißt, weiß ich nicht, aber das ist immer bei Automatikschaltungen mit Parken, glaube ich. Und, nun ja. Ups. Nicht an die Wand fahren, bitte. An die Leitplanke meine ich, sorry. Ja, ich sollte vielleicht auf die rechte Spur wechseln. Weil die langsamer ist. Weil die langsamere ist. Also allgemein, was gibt's noch zur Steuerung zu sagen? Ich zock das mit Tastatur, weil ich mit Lenkrad überhaupt nicht klarkomme. Also mit so einem, ja, Gamepad halt. Hab eins von Logitech. Momo Racing heißt das. Ist nicht gerade das Neueste, aber immer noch geil. Einfach nur.
Ja, da könnte ich jetzt natürlich runterfahren, aber das macht keinen Sinn. Und ja, was soll ich noch sagen? Ich bin müde. Man sollte dieses Spiel wirklich nicht zocken, wenn man irgendwie müde ist oder Kopfschmerzen hat. Eigentlich, aber ich tue es jetzt trotzdem, weil ich einfach Bock zum Aufnehmen habe. Und ein bisschen zum Scheiß labern. Ne? Scheiß labern ist ja so ein Markenzeichen bei Let's Playern. Egal. Da muss ich nachher weiter Richtung Nürnberg. Auf die A9. Was ich zu dem C-Klasse-LKW noch sagen muss, er hat 8 Gänge, B-Klasse hat 12 und A-Klasse 14 Gänge. Toll, ne? Ich weiß gar nicht, wird das in der Realität mit LKWs auch so in Klassen unterteilt? Ich glaube es weniger. Oder? Sehe ich das falsch? Also, wenn der Takt leer geht, müssen wir logischerweise tanken. Wenn der Fahrer müde wird, müssen wir pennen gehen. Also ich und der Fahrer, ihr wisst ja. Mein Gott. Und, ja. Die Berge hoch ist ein bisschen langsamer. Mit Anhänger ist der LKW allgemein langsamer. Weil wenn wir nicht pennen gehen, kann es sein, dass der Fahrer in Sekundenschlaf verfällt und wir dann einen ganz schlimmen Unfall bauen. Also der Fahrer und ich natürlich. Mein Gott, was laber ich eigentlich? Es kann sein, dass dann ein Unfall passiert und das wäre schlecht, weil das ist dann sehr teuer. Übermüdetes Fahren kostet... Weiß nicht, ob das was kostet, aber... Der Unfall kostet auf jeden Fall dann heftig. Ich meine, anderes Fahrzeugrahmen kostet 400 oder 500 Euro. Dass wir schon mal unser ganzes Guthaben. So, der schaltet übrigens in diesen Tunneln immer automatisch die Sichtweise um. Was ich noch zum Kilometerzähler sagen muss, der ist jetzt bei dem Valiant direkt mal auf 286.000 gewesen. Beim B-Klasse-LKW wird er irgendwo bei 180.000 liegen wahrscheinlich. Oder ja, an die 200.000. Beim A-Klasse-LKW 150.000. Wenn ich dann selbstständig werde und mir selber einen LKW kaufe, liegt der Zähler logischerweise bei 0, soviel ich weiß. Das wäre sehr logisch, ja. Und dann freuen wir uns.